Herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Rubrik, eure Fragen an Christian Sander, also an mich. Ja, ich bin seit 32 Jahren Unternehmer, MSU Berlin ist meine Firma. Unser Thema heute, was tun, wenn die Corona-Hilfen nicht kommen? Das ist jetzt der zweite Brief und auch ein schwerer Brief, so wie der erste Brief schwer war, aber jetzt eine ganz andere Richtung. Im ersten Brief ging es ja um das Thema, was passiert, wenn wir plötzlich angegriffen werden, also verbal angegriffen werden. Hier, wie gesagt, ich lege sofort los. Hallo Herr Sander, vielen Dank für die vielen nützlichen Informationen. Leider ist es mit der staatlichen Unterstützung für Solo-Selbstständige Kleinunternehmer nicht so, wie es aussieht. Die Soforthilfe vom Bund kann in nahezu jedem Bundesland beantragt werden, in Sachsen nicht. Die Hilfe wird außerdem nur für Miete, Pacht, Leasingraten gewährt. Die Regierung, die Presse erweckt den Anschein, dass jeder Solo-Selbstständige Kleinunternehmer 9.000 oder 15.000 Euro erhält. Dem ist nicht so. Ich bekomme als Leipzigerin in Sachsen davon zum Beispiel keinen Cent. Die Soforthilfedarlehen ab 5.000 Euro kann beantragen, wer laufende Betriebskosten in dieser Höhe hat. Welcher Solo-Selbstständige Kleinunternehmer hat hohe Betriebsausgaben? So hoch, solch hohe Betriebsausgaben. Ich nicht und trotzdem habe ich welche. Ich bin Solo-Selbstständige als Kosmetikerin in Leipzig und habe seit der Schließung am 17.03.2020 keinerlei Einnahmen. Für jegliche Hilfe bin ich aus den genannten Gründen nicht anspruchsberechtigt. Und ich befürchte, dass ich bei weitem nicht die Einzige bin. Alles wirklich gute Maßnahmen, aber die wirklichen Kleinunternehmer gucken in die Röhre. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit in dieser Zeit und dass Sie und Ihr Unternehmen nicht von der Corona-Krise betroffen sind und falls doch, dass Sie in den Genuss der Hilfen kommen. Beste Grüße und dann kommt der Name. Das ist auch ein schwerer Brief. Jetzt anders als der erste, ganz anders als der erste. Und ich bekomme auch eine Menge von diesen Fragen jetzt nach Wissen. Und ganz anders merkt man halt hier die sehr starke Sorge oder die große Sorge der Schreiberin. Und das geht, auch wenn sie es jetzt nicht formuliert, für mich, meinem Eindruck, bis in den Bereich der Verzweiflung rein. Sie ist eine sehr gutmütige Person. Sie ist sehr hilfsbereit. Sie hat auch versucht, sie hat es probiert, aber es hat nicht geklappt. Was natürlich jetzt ihre Sorgen, ihre Hoffnung sozusagen, wurden damit zerstört. Und was mein erster Eindruck ist, oder wichtigster Eindruck ist, ihr fehlt eine Menge Wissen. Und zu diesem Fachwissen, also diese 15.000 Euro, ist es ja so, dass erstmal die Beträge abhängig sind von der Anzahl der Mitarbeiter. Das heißt, es geht bei ihr um die 9.000 Euro. Das geht darum, dass es über einen Zeitraum, diese 9.000 Euro für einen Zeitraum da sind, für 3 Monate. Also bei 9.000 Euro wären das jetzt maximal 3.000 Euro pro Monat. Das ist, diese 9.000 Euro sind auch eine Höchstgrenze. Also wenn jetzt zum Beispiel die Kosten bei 1.500 Euro liegen, dann wäre eben der maximale, das was man maximal bekommen könnte, bei 4.500 Euro. Und so weiter. Auch das mit den Soforthilfedarlehen. Und das Wichtigste ist jetzt im Augenblick, die Sorgen, die jetzt da sind, werden verstärkt, weil es ist nicht da. Und das Erste, was man machen muss, ist aus diesem Zyklus, sich Sorgen zu machen, rauszukommen. Das klingt jetzt einfacher, als es ist, aber es gibt einen Trick, wie man das macht. Und zwar, dass man den Fokus darauf legt, und das bitte jetzt weiter zuhören, weil das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, den Fokus auf das Gute legt. Was ist das Gute an der Situation? Also das Schlechte ist, ich habe Existenzängste, bis ich weiß nicht mehr, wo ich morgen mein Brötchen herbekomme. Was ist das Gute? Und das Gute an dieser Situation für mich ist jetzt erstmal, ich bin nicht allein. Das ist das Wichtigste, wir sind in der Gruppe. Und diese Frage, ich bin nicht allein, heißt im sofortigen Schluss als Aktion, weil sie hat ja auch was gemacht, ja, wer weiß irgendetwas. Ja? Also, sie hat sich auch informiert und sie hat die Seite sich auch angeschaut. Also wir zum Beispiel haben jetzt nicht die Kapazitäten, um eine betriebswirtschaftliche Beratung zu machen. Wir sind jetzt auch nicht für diese Krisensituation als Berater, als betriebswirtschaftliche Berater spezialisiert. Wir sind Softwareentwickler, wir stellen Werkzeuge her.
die für euch aber sehr, sehr wichtige Zahlen liefern, um zum Beispiel für diese Anträge, dass ihr die richtig ausführen könnt. Zum Beispiel haben wir ja im Cockpit, liefert euch die Liquiditätszahlen, liefert euch die die entsprechenden Kennzahlen, die ihr braucht, die BWAs, es ist alles da, was euch hilft, sehr schnell diese Daten auszufüllen. Die Frage nach dem, ich bin nicht allein, also hier habt ihr Leute, die können euch Werkzeuge geben, dann ist die Frage, wer kann mir weiterhelfen? Und die meisten Unternehmer haben einen Steuerberater und für mich der erste Ansprechpartner in so einer Situation ist der Steuerberater. Der freut sich tatsächlich, also er freut sich nicht über Corona, aber der freut sich, dass er endlich mal was anderes machen kann, als irgendwie Belege zu verbuchen und was wirklich Sinnvolles machen kann, außer Steuern sparen, weil den Leuten wirklich in der Krise weiterhelfen. Also ruft ihn einfach an. Ja, so, das ist das Erste, was man macht. Also das Zweite wäre, es gibt ja noch andere betriebswirtschaftliche Berater, die sind auch gut, zum Beispiel Finanzplaner. Also ich bin jetzt selber ein Finanzplaner, aber ich arbeite ja nicht als Finanzplaner. Ich habe aber als Finanzplaner, und das ist sehr wichtig, selber einen Finanzplaner, der mich berät. Das liegt jetzt daran, jetzt also nicht um dieses Thema zweite Meinung, ja, sondern es liegt daran, dass ich, wie jeder andere auch, und das ist ganz normal, in dieser Situation, die uns alle belastet, natürlich auch meine Sorgen habe, ich emotional gebunden bin, aufgrund dieser emotionalen Einbindung schlicht und ergreifend zu Fehlentscheidungen sehr relativ leicht kommen kann. Und diese Berater sind emotional nicht eingebunden und geben deshalb einen Rat, der sehr viel objektiver ist. Ja, also das ist dieser Punkt, wendet euch an die Berater. Die haben jetzt logischerweise Hochkonjunktur, also je früher ihr das macht, umso früher kommt ihr ran. Und hier auch frohe Botschaft, es gibt ein Telefon, also ihr müsst sie auch nicht sehen und euch gegenseitig anhusten. Es gibt aber neben diesem einen Switch, also dieser Switch, was ist das Gute daran und welcher Berater könnte mir jetzt direkt helfen? Natürlich, ich bin nicht allein, geht ja nicht nur für, wer kann mir helfen, sondern ich bin allein geht auch für, wer ist in der gleichen Situation wie ich drin, weil ihr kennt auch den einen oder anderen Unternehmer, der in der gleichen Situation ist. So, und jetzt kommt ein cooles Ding, das nennt man Schwarmintelligenz. Schwarmintelligenz heißt eigentlich, jeder weiß was anderes. Und jetzt wäre es also das Wichtige oder der Punkt, dass man als zweites machen kann, ist, hey, kontaktier doch mal einfach die Unternehmer, mit denen du kannst und frag die einfach mal und tauscht euch gegenseitig an. Also, wie es so schön heißt, aktiviert euer Netzwerk, tauscht euch aus, schaut, dass ihr gemeinsam zu besseren Ergebnissen kommt. Das wäre meine Botschaft hier direkt an die Schreiberin. Also das eine ist, ja, besorgt dir im Internet die Quellen, so wie bei uns zum Beispiel die Corona-Seite, die wir auch ständig pflegen und weiterentwickeln. Dann such dir die Werkzeuge, die dir helfen, die Daten entsprechend aufzubereiten für die Anträge. Das hast du ja schon, weil du, also hier ist eine Kundin, da kann ich es einfach mal so sagen. Dann überleg dir, welcher Berater kann mir direkt weiterhelfen, den ich kenne. Und also dieser Switch von fokussiere dich nicht auf die Sorgen, sondern fokussiere dich auf das, was ist eigentlich das Gute an dem Ding. Du kannst mit dem Berater arbeiten, aber noch viel wichtiger ist, du kannst das Netzwerk mit den Unternehmern, die du hast, kannst dieses Netzwerk aktivieren. Das wäre meine Botschaft. Damit sind wir für diesen Leserbrief jetzt durch. Du hast vielleicht auch die eine oder andere Frage, schick sie einfach an c.sander@msu.de. Und nicht vergessen, du kannst etwas für die Leute tun, die dir selber wichtig sind, Unternehmerkollegen, die dir wichtig sind, einfach dadurch, dass du uns likest, dann geht das hoch, indem du das abonnierst, indem du das halt wie gesagt, auch mit deinen Unternehmerkollegen teilst. Du hilfst uns natürlich auch, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, mehr Leuten dadurch zu helfen, die wir erreichen können. Und ja, das ist für uns natürlich auch eine Form von positivem Feedback und Bestätigung. Das war's. Bis zum nächsten Leserbrief oder bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, euer Christian.